Einsatzkräfte. Wieso? Ich hab nicht geschossen. Sind die behindert? Ich habe kein einziges Mal in dieser Aufnahme bis jetzt geschossen. Alter. Die haben gelitten. Sponsored by GamesPlanet.com. Darin, let's play. Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Watch Dogs Let's Plays. In der letzten Aufnahme haben wir seltsame Fotos von diesem ominösen Koffer gemacht. Und gedenken nun, als dieser komische Herr, den wir uns da rausgesucht haben, so ein komischer Milliardär aus Europa, glaube ich, weiß ich nicht, auf diese Party zu gehen, also Party, wo wir dann diesen Irak-Typen treffen und eventuell auch ausschalten werden. Hier, Getränke für alle. WKZ. Lang nicht mehr gesehen, ne? So, auf jeden Fall müssen wir, weil das in einem neuen Bereich ist, wo wir so noch nicht waren, wieder so ein Kontrollzentrum hacken. So war das, genau hier, da, das CTOS-Kontrollzentrum. Da gehen wir auch direkt mal hin, wenn ich denn ein Auto finde und da hinten steht eins. Oh, der Weiße da hinten, den nehmen wir doch. Den Weißen! Oder den, nein, wir nehmen den Weißen, der sieht, hey, fahr mich nicht an. Wir nehmen den Weißen hier. Der sieht doch ganz, ja, ganz schnuckelig aus. Hier machen wir mal Radio an hier. Wenn man gelernt hat, geht. Wieder die chillige Musik. Gods of Fashion, Acrobot. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber das ist, wenn man am Anfang die ganzen Tutorials wegdrückt, wenn man sich denkt, das kenne ich sowieso schon alles und im Prinzip stimmt das auch bei 90% der Sachen, nur 10% kennst du dann doch nicht und das liest du dir dann auch nicht durch und hier waren wir doch schon mal hier. Damals bei der Mafia-Mission mit dem Konvoi, da sind wir doch mal verreckt. Ah! Wie weit ist das denn? Ach so, noch ein Kilometer, ja. Ja, ist ja nicht so wild. Da geht sie wieder direkt rasant los. Wieder hacken, hacken, hacken. Headies, headies, headies. Ganz viel H-Wörter. Alles H. Ah, da, ja. Oh, das tut mir aber leid, du Blauer. Habe ich nicht richtig geguckt. Kann auch nächstes Lied machen, weil immer das gleiche ist auch langweilig. JC Brooks, nein. Dr. Manhattan. Big Chomper, Big Chomper. Das könnte man auf einer Verfolgungsjagd eventuell benutzen. Naja, oder auch nicht. Hallo, Mann, dann fahr doch nicht. Ich will den extra vorbeilassen und der bleibt stehen, der Arsch. So. Ja, jetzt. Weg. Nein. Break it down. Gefällt mir eigentlich auch nicht, aber... Gut, Musik ist jetzt weg. Hier sieht richtig chillig aus. Hier kann man sich einfach mal so mit der Perle, wenn man denn eine hat, mal so hinsetzen hier. Was essen. Wenn hier irgendwo ein Hotdog-Stand ist oder so. Oder da Pizzeria, perfekt. Ja, so schön am Kanal. Oder eigentlich schon am Meer ist das ja. Das ist nur so eine kleine künstliche Bucht hier. Aber genug. Lokalisieren Sie eine Wache mit den Zugangscodes. Eventuell. Hey, hallo Sie. Darf ich hier rein? Das Gebiet ist gesperrt. Ja, ja. Darf ich hier rein? Voll die Armee, Leute. Am Anfang waren da noch irgendwelche Warmduscher, die gar nichts hatten und niemals eine Waffe, glaube ich. Und jetzt haben die da voll die fetten Helme und die Militärausrüstung. Yeah, du hast Musik im Blut. Sorry, mein Fehler. Ja, genau, dein Fehler. Ha, entriegeln. Ah, Hintereingang. Okay. Tür zu. Geht nicht. Hei, hei, hei. Ich hab... Ah, der hat eine Kamera, der Fisch. Gut, dann versuchen wir diesmal mal nicht jeden zu töten unbedingt. Machen wir mal auf, dann sieht man mehr. Was ist denn hier los, verdammt? Ah, jetzt geht der da rein und dann können wir vielleicht irgendwas hacken. Oder macht er das wieder zu? Was für ein Langweiler. Kamera entdeckt. Wir gucken uns hier erstmal so ein bisschen um diesmal. Ich benutze ja viel zu selten die Hackfähigkeiten, die wir haben. Serverraumzugang.
Den haben wir schon mal. So, jetzt nur noch den Server hacken. Wenn ich den denn finde. Nicht, dass der mich findet. Wo soll der denn sein, der Serverraum Zugang? Ah, da hinten ist noch eine Kamera. Heute Überwachung, morgen Zensur. Wo soll das enden? Machen wir das Tor auf. Einfach mal. Ach so, da hinten. Ach, da drin, okay. Hey, das sollte doch ausgeschaltet sein. Ah, hier. Den. Der guckt hier gerade rein. Ich hab Besseres zu tun. Ach, verdammt. Ich glaube, ich muss da hinlaufen. Das funktioniert mit Kameras wohl nicht. Habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise, wenn. Ah, nee, ich glaube, die kann nicht da reingucken, aber. Nee. Tor auf. Jetzt könnt ihr die Demonstranten da reinlatschen. Kann Verstärkung rufen. Okay, es sieht so aus, als müssten wir doch hier rumrennen und die Leute abknallen, weil wir da nicht reinkommen. Beziehungsweise vielleicht, wenn der eine Kamera auf dem Kopf hat. Na? Das hatten wir vorhin schon versucht. Nee, das wird nix. Anlocken. Ah, warte doch, wir locken jemanden an. Und dann müsste das funktionieren. Weil er jetzt dahinter läuft. Ah. Ja, eindringen. Ha, perfekt. So, wir sind drin. Hat er mich gesehen? Oder was meckert der da so rum? Keine Ahnung, der Tourette. Der hat einfach ein Tourette, der meckert immer rum. Scheiße. Die Zeit läuft, also mal so am Rande bemerkt. Fuck, ey. Wie? Nee, der muss so bleiben. So, nochmal Zeit resetten. Das ist ja der Trick hier an der Sache. Nee, der kann auch so sein. Ist ja. Ist ja gehopst wie gesprungen. Jetzt muss aber hier ein Signal rein, irgendwie. Kann auch von unten kommen. Ah, okay. So, jetzt ist das von unten. Perfekt. Ja. So, da sind wir schon. Hacken wieder schöne Videologs. Das freut mich immer. Hey, hey! Cookie, wow. Cookie! Cookie, Cookie. Ich gebe jetzt gleich ab, Ladies. Ja. Ich glaube, der hat nichts an. Und wer ist jetzt euer Daddy? Ja, ich kann euch nicht mal ein Teleskop sehen. Ja, ja. Oh. Ich habe die Befürchtung, er hatte nichts an und der stand vor einer Scheibe. Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Wo speichern die das? Was haben die damit vor? Ja, das weiß ich auch nicht, was die damit vorhaben. Leute erpressen. Wie wär's, wenn ich. Hey, du, ey. Ich werde dich jetzt küssen. Hau lieber ab, ey. Ich bin jetzt leicht angeekelt. Vor allem, das war auch kein Küssen, das war schon fast Abschlecken, was der da gemacht hat. Hat sich gleich einen Hund zulegen. Nur zwei Videos, schade. Aber wir haben den Stadtteil, ja, freigeschaltet. Ohne jemanden zu töten, wir sind der Meister. Wir sind der Meister. Ja. Diesmal dann eben ein bisschen weniger Action und wir laufen mal
aus dem grauen Bereich raus. Warum auch immer. Jawohl! Das ist natürlich jetzt mal eine ganz andere Art, in dem Spiel okay, vorzugehen. Das war's. Jetzt zu Nicholas Crispin. Genau, Nicholas Crispin. Hä? Hi, hey, warum? Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Warum? Will ich wissen, ob Nikki okay. Ja, sicher. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es sie wissen. Wenn sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen sie mich bitte an. Mach ich. Und sie kümmern sich um ihre Schwester. Ja, tue ich. Ich verschwinde mal lieber. Ja, ja, die Babysitterin von unserem Jack wird langsam ungeduldig. Und wieso haben die auf mich geschossen? Das macht gar keinen Sinn, auf einmal schießen die auf mich, weil ich da Ding gehackt habe, als ob die das wissen oder so. Die ballern jetzt andere Leute ab. So, hier haben wir wieder ein Wahrzeichen. Navy Pier. Ja, der gehört jetzt uns. Ich werde hier Bürgermeister. Geil. Natürlich mit den US-Flaggen. Ist ja kein Wunder. Chicago ist ja auch in den USA. Für die es noch nicht wussten. Ha! Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Helft uns! Der schießt! Ich schieß doch nicht. LS an Einsatzkräfte. Wieso? Ich hab nicht geschossen. Sind die behindert? Ich habe kein einziges Mal in dieser Aufnahme bis jetzt geschossen. Alter. Die haben gelitten. Jetzt kann ich hier von dem doofen CTOS-System flüchten, obwohl ich nichts gemacht habe. Okay, jetzt habe ich was gemacht, aber nur weil der Wagen außer Kontrolle geraten ist. Kann man sich nirgendwo verstecken? In irgendeiner Tiefgarage? Ich will ein anderes... Au! Kacke. Kacke. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das hier soll, ey. Ich bin verwirrt. Jetzt geben wir aber hier Gas. Einfach nur geradeaus. Wobei meistens gewinnen die Bullen dann in so einem Duell, weil die einen viel schnelleren Wagen haben. Guck mal, die kommen schon, die kommen schon, die kommen schon, die kommen schon. Oh, da ist eine Brücke. Ich dachte, ich springe über den Wagen drüber, aber... Ah, Flucht erfolgreich. Und wir haben hier einen CTOS-Turm direkt. Das war doch geplant. Ah, das war geplant. Oder auch nicht. Der schießt! Wer meinte die? Mich nicht, ey, bekloppte Frau. Meine Güte, ey. Die hat wieder Hallus. Ah, wie kommt man denn da rein? Mach mal hier dein Handy. Für Stromlinien und so zum Angucken. Kann ich... Von da unten so her? Nee. Hm. Wie kommt man da rein? Vielleicht vom Wasser? Mal auf der anderen Seite. Oh, der hat seine Gitarre einfach mal da fallen lassen. Kann man machen. Vielleicht hier so? Au, au, nein, oh boy. Ich dachte schon. Nee. Ja, okay. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Ah, ist aber eine gute Idee. Perfekt. Naja, ach man, jetzt muss ich da oben her. Ist da oben irgend so ein andockbares Kameradings? Ach komm, wie schön. Gehört das auch noch alles zur Map? Ah ja, sicher. Da oben kann man auch noch her. Da hinten... Ist vielleicht irgendwo so eine geile Bergvilla. Die ist richtig schillisch, ey. Schillisch. Voll geil. Gefällt mir hier. So, dann... Ach, das war ja einfach. Wenn man weiß, wo man hin muss. Ist immer einfach, wenn man weiß, wo man hin muss. Ach ja. Hallo! Mit Medikamente gegen Angstzustände. Ja, ich hoffe, ich bereite Ihnen keine Angst. Ich bin nämlich ein ganz Dieber. Ich bin handzahm. Es sei denn, Sie sind CTOS-Mitarbeiter und wollen mich an meiner Arbeit hier hindern. Aber Sie machen, glaube ich, nur sauber, ne? Dann ist das, ja, dann dürfen Sie das machen. Dagegen habe ich nichts. Verdammt. Ach so, doch, hier ist eine Leiter.
Entriegelt. Der ist entriegelt und der andere auch. Ach so, ja, guck mal, jetzt kann man hier direkt weiter. Freischalten! Wir haben ja schon fast alle, meine ich, mich so daran zu erinnern. So. Ja gut, ein paar sind noch da auf der Map. Dahin ist auch noch so ein Kontrollzentrum. Perfekt. Bezirk freigeschaltet. 250 Erfahrungspunkte und... hier. Jetzt nehmen wir aber den Vordereingang hier. Wobei, er forscht zurzeit seine Familiengeschichte. Das ist ja natürlich was Interessantes, finde ich. Ah, was ist denn da? So ein Fahnenkreuz-Symbol. Ich habe schon wieder vergessen, wofür das steht. Gucken wir uns mal an. Ein Fadenkreuz. Ein Fadenkreuz. Wofür steht Fadenkreuz? Gucke ich einfach auf der Map nach. Jetzt reicht's. Stimmt. Ach so, hier. Da geht die Rolllade dann hoch. Oder die Tür. Gibt's hier eine Kamera? For lease. Wir wollen aber nichts leasen. Hier. Wo man diese seltsamen Militärwaffen bekommen kann in den Kisten angeblich. Doch bisher haben wir nur Granaten gefunden. Also nur ist gut. Ich finde Granaten natürlich gut. Aber... Ach ja, schon wieder so ein Dampfrohr. Was denn jetzt? Kann ich hier so drauf? Ne, wir sind ja nicht Batman. Aber hier vielleicht so hoch? Ne, auch nicht. Mann! Hier ist... Ja, da ist eine Kamera. Das bringt mir aber... Das ist dahinter. Das ist schon... Wenn da eine Kamera wäre, wäre das gut, aber da ist nichts. Ach man, ey. Wie ich sowas immer liebe. Dahinter. Aber kann ich da vielleicht eine Granate hinwerfen? Granate werfen ist wie? Ich vergesse immer, wie Granate werfen ist, beziehungsweise ich habe wahrscheinlich gar keine ausgerüstet. Splittergranate. Geh. Geh weg. So, wenn jetzt die Kiste weg... Jawohl. Ach guck, wir haben direkt den Zaun weggekloppt. Geil. So habe ich mir das vorgestellt. Muss man zwar jetzt mittlerweile ein bisschen handgreiflich werden, damit das so funktioniert, wie man das möchte, aber... Komm. Aufheben. Blackout, Blackout, Blackout. Scannen. Ha, Waffenhandel, 2 von 10. Gut. Das ist ja mein Flitzer. Verbrecherkonvoi. Komm, den machen wir, wenn er nicht zu weit weg ist. Ja, guck mal, perfekt. Das ist sogar da, wo wir hin müssen. In der Nähe, da machen wir das. Ich hatte zwar gesagt, dass ich mich jetzt erstmal primär auf die... Mach doch mal die Brücke runter. Primär auf die normalen Missionen konzentrieren möchte. Aber... So... Ich hoffe, da fährt gerade kein Schiff durch, sonst ist es kaputt. Ach. Ja. Hör mal, ey. Ich habe viel mehr PS und kann den trotzdem nicht wegschieben. Mach mal die Handbremse weg. Verbrecherkonvoi. Ah, vorher gehen wir da vorne mal hier in den Waffenladen. Hier irgendwo. Ja, wo denn? Ach, da. Hat mich irgendwie an Command Conquer erinnert, das Symbol. Quid pro quo, ganz. Musik? Zack. Hallo, das hier sieht ja ziemlich professionell aus, dieser Laden. Deshalb... Brauchst du Hilfe? Ja, nein. Granatenwerfer. Ah ja, das wäre natürlich... Ist sogar relativ günstig. Oh, guck dir den mal an. Der ist schon wieder ein bisschen teurer. Warum ist der denn so billig? Nee, Granatenwerfer brauchen wir nicht. MPs, was haben wir denn? Wir haben MP5. Da hat er auch nicht wirklich was zur Auswahl. Also wirklich Pistolen. Ja, wir haben die beste Pistole. Scharfschützengewehr. Ne, das ist schlechter, wie das, was wir haben. Schrotflinten. Da haben wir voll die billige. Guck mal hier, wie die auch. Das sieht aus wie eine Uzi und nicht wie eine Schrotflinte, finde ich. Könnten wir kaufen, aber... Also wir haben bessere Waffen, wie die anbieten. Eigentlich... Ach so, das geht noch weiter nach unten.
Oh, bin ich doof. Hier, die ist doch geil. Ja, hier, nee, die. Oh, guck mal. ACR, vollautomatisches Sturmgewehr. 30.000, so viel Geld da haben, wa? Die kaufen wir. Das ACR ist das neueste amerikanische Sturmgewehr. Es bietet unerreichte Durchschlagskraft und Man-Stop-Wirkung. Leider bei geringer... Ach, so geringe Schnell, das können sie behalten. Können sie behalten, die Scheiße. Ausgerüstet habe ich... Pf, ja. Okay, die haben doch nur das, Scharfschützengewehre. Aber oh, das sieht nicht schlecht aus. Aber das habe ich anscheinend schon. Ah, hier, guck mal, die. Ich glaube... Hier, dieses M107. Ich glaube, das kenne ich noch aus Battlefield 2, das ich früher ein bisschen gespielt habe. Das M107 ist ein Scharfschützengewehr Kaliber 50. Es ist elegant, sehr präzise und durchschlägt praktisch alles in seinem Weg. Wir haben genug Geld. Das kaufen wir. Danke. So. Bis dann. Jo, bis dann. Ja, so eine kleine Shoppingtour. Das macht doch immer wieder Spaß, so eine neue... ja, so ein Scharfschützengewehr mal gekauft. In den USA darf man das, wenn man einen Waffenschein hat. Da gehst du einfach dahin und kaufst dir, was du willst. Und wenn du da mit einem Raketenwerfer rausläufst, dann ist den Leuten auch egal. Du hast ja einen Schein dafür. Ja. Darfst da nur nicht irgendwo mit rumschießen, außer auf dein Grundstück. Das ist ja da so ein bisschen, ja, keine Ahnung. So läuft das eben da. Und in der nächsten Mission gehen wir dann endlich zu diesem Treffen, wo wir uns als Nikolas ausgeben. Beziehungsweise wir müssen erstmal den originalen, den richtigen Nikolas-Typen ermorden. Und das wird wohl in der nächsten Episode geschehen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Tschüss!